sind, glaube ich, zwei ganz große Key-Elements, dass die Menschen, die Gäste hier in der Küche sitzen, an einer langen Tafel um die Küche herum und dass wir ja, brutal lokal, so heißt unsere Küchenrichtung, also auf Dinge Wert legen, die hier aus der Region kommen und dabei ganz bewusst nicht nur das Grundprodukt lokal ist, wie man das häufig auch kennt, sondern dass man auch Dinge rausnimmt, die wie Zitrone, Pfeffer, Schokolade, Vanille, die nicht hier aus der Region kommen, die importiert werden müssen und die einfach rauslässt. Der Reiz an dem Projekt war eigentlich ja einmal natürlich auch die Person Billy, weil man wenn man Billy ein bisschen kennt, von vornherein weiß, es wird kein normales Objekt, es wird kein Standardobjekt. Und ich sag mal, Standard ist Steakhouse. langweilig. Ja? Standard ist langweilig. Und dann wäre ich wahrscheinlich Beamter geworden, wenn ich Standard haben wollte. Aber an der Küche die Herausforderung war eigentlich, dass sie wirklich nicht wie viele Showküchen, dass Teile zu sehen sind, sondern dass wirklich alles zu sehen ist. Man schaut dem Koch wirklich auf die Finger, man sieht alles, jede Ecke. Und das war natürlich dann auch wichtig, mit dem Michael Sanz zusammenzuarbeiten, weil diese offene Technik in Verbindung mit dem Raum, mit der Gestaltung des Raumes zu bringen, ist nicht einfach. Ja, Ja. Macht und sehr viel genau Spaß. das ist auch, glaube ich, das Wichtige, dass die Küche in den Raum übergeht oder die Küche sogar zum Zentrum des Ganzen wird. Das heißt, der ganze andere Raum sollte sich eigentlich zurücknehmen. Und das war, glaube ich, auch mein Hauptansatz bei der Artdirektion der ganzen Geschichte, dass man wirklich sagt, der Raum soll da sein, der muss da sein, aber es geht ums Essen, es geht um die Produkte, es geht ums Kochen, es geht um Wein oder Getränke im Allgemeinen. Das muss irgendwie belichtet werden, da muss der Fokus drauf sein. Es wird eine Intimität hergestellt, dadurch, dass man nicht wahnsinnig viel Platz hat. Gleichzeitig hat das ganze Arrangement mit den breiten Theken, vor dem man ja alleine sitzt, was sehr großzügig ist. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Kompromiss und ein ganz schönes Key Feature an der ganzen Sache. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Leute hier hingehen, sollten sie eigentlich gar nicht über den Raum sprechen. Darum geht es nicht. Es gibt ein 10-Gänge-Menü und halt nur mit dieser brutal lokalen Küche natürlich. Das heißt, wir lassen ganz dogmatisch viele Produkte weg, die nicht aus der Umgebung kommen. Das heißt aber auch, dass wir uns auf die guten Produkte aus der Region fokussieren. Wir machen unsere Butter selber. Wir kriegen sehr gutes Brot von Sironi aus der Markthalle. Wir kriegen unsere Produkte von Lieferanten, die wir kennen, die für uns zum Teil Sachen anbauen, für uns Wurst machen, für uns Enten züchten. Also wir setzen uns mit den Leuten sehr intensiv auseinander und versuchen das dem Gast auch so zu spüren zu lassen in dem Abend, dass er was Besonderes hat an dem Abend. Also ich entwickle erstmal das Menü und dann werden wir das aber als ganzes Team vor allem das erste halbe Jahr zusammen probieren und sagen, ob wir das so, jeder kann natürlich seine Meinung sagen, aber es ist keine Demokratie so. Also ich entscheide es auch. Aber da müssen wir auch zusammenarbeiten, auch weil Billy ja Weine dazu machen muss und weil auch alle, die hier arbeiten, das kommunizieren müssen vor dem Gast, was er dem Gast hinstellt, muss auch jeder dahinter stehen können. Ja, das heißt, ich gehe hier jeden Abend hin essen, ich muss hier jeden Abend essen, ich werde nicht bezahlt, deswegen muss ich meine Gage hier verfressen quasi. Ne? Ist Es ja gibt tot. einen kleinen Zweiertisch, der ist eigentlich für uns Genau, ständig ja. Bürgermeistertisch. Im Genau, Keller. Ja, so geht's. Nobel, hart und schmutzig hat eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal, ein guter Freund, mit dem ich schon sehr lange darüber geredet habe, hat mir einen FAZ-Artikel geschickt und hat gesagt, so heißt dein Restaurant. Und das war halt Nobel, hart und schmutzig, eine Leidenschaft, eine Geschichte über eine Hamburger Polosportfamilie. Und dann der zweite, der eigentlich erst so, nachdem der Name schon fix war, der erst dann entstanden ist, den mir irgendjemand irgendwo erzählt hat und gesagt hat, das ist der beste Name überhaupt, weil am Anfang ist der
Abend nobel, in der Mitte ist er hart und irgendwann wird er hoffentlich ein bisschen schmutzig, dass das eigentlich das perfekte Sinnbild eines guten Abends ist. Und derjenige hat auch ganz viel Recht, glaube ich, damit. Ne? Also es ist nicht irgendwie eine zusammengewürfelte Sache, sondern das ist kein Zufall, dass das jetzt wir vier sind, glaube ich. Nein, die Chemie stimmt. Die Chemie stimmt. Und es ist alle gleich verrückt. Genau, und es ist natürlich auch ein sehr sensibles Ding. Ne? Es war schon der Billy, der mit der Idee natürlich kam. Es ist ja auch letzten Endes sein Projekt. Aber man muss sehr einfühlsam, glaube ich, zusammenarbeiten und muss genau wissen, was er im Prinzip will oder wo die Reise hingeht. Und nur dann kann man irgendwie gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ich sag mal, jeder in seinem Bereich ist eigentlich für sich Profi oder Spezialist. Und es hat sich alles verschmolzen und war sehr konstruktiv, muss ich sagen. Man spricht sich natürlich ab, ganz besonders ich mit dem Gerold in Sachen Gestaltung, Design, Umsetzung. Die beiden natürlich Küche, Wein. Was aber immer in so einem Teamwork ganz wichtig ist, glaube ich, so ein bisschen wie in einer Beziehung, dass die Chemie stimmt. Das ist nichts, was irgendwie aus der Retorte kommt. Vieles entsteht beim Prozess und vieles entsteht bei Gesprächen, vieles entsteht beim Spaßmachen, beim Rumflaxen. Und es ist schon eine sehr intime Zusammenarbeit, glaube ich, muss man sagen. Ich denke, das alles ist vor allem möglich, weil also so eine Teamarbeit wird erst möglich, wenn eine klare Linie vorgegeben wird. Und Billy hat die eigentlich von Anfang an vorgegeben, in welche Richtung das ganz stark gehen soll. Und das hat überhaupt erst so eine Möglichkeit, so eine Zusammenarbeit möglich gemacht. Also ich hatte den Luxus als Koch, die Küche mitzuentwickeln und da schon von Anfang an mit dabei zu sein und auch meine Vorstellungen dem Gerold zu erklären und das mit ihm wirklich bis ins Detail auszuarbeiten, was für einen Koch schon etwas Besonderes ist. Ich sag mal, wir haben uns gefreut, wir haben uns auf die Schultern geklopft und wir sind aber auch immer sehr kontrovers umgegangen. Aber nie, ich sag mal, unter die Gürtellinie, so dass es persönlich wurde, sondern es hat jeder verstanden, um was es geht. Die Friedrichstraße 218, die südlich von Checkpoint Charlie ist, im falschen Teil der Stadt eigentlich, im Westteil, nicht im hippen Ostteil, war eigentlich durch Zufall irgendwie, weil ich hier vorbeigefahren bin, das Haus gesehen habe und dachte so, hup, was ist das? Unten war was frei, die wollten keine Gastronomie und ich dachte irgendwie so, naja, trotzdem mal probieren und habe dann ja auch den Vermieter von dem ganzen Objekt und so, von der ganzen Idee begeistert. Und dann hat es aber, was ein ganz wichtiger Punkt war, dass es dann doch in Kreuzberg liegt, was irgendwie doch nochmal einen gewissen charmanteren Ansatz hat, als dass es irgendwie im sehr hippen, sehr coolen Mitte ist. Und Kreuzberg, da schwingt irgendwie was Positiveres mit. Ich denke, mein Lieblingsstück ist ganz klar der Kondomautomat auf der Toilette. Ich hoffe, dass ich den häufig befüllen muss. Und natürlich der Plattenspieler, der eigentlich hinter mir stehen wird. Ich habe ein Lieblingsstück, es ist aber noch nicht da und ich glaube, ich darf es auch noch nicht sagen. Ich sage es auch nicht. Ich habe aber eins, ja. Ja, der Herd auf jeden Fall ist mein Lieblingsstück bis jetzt. Aber generell die ganze Küche gefällt mir sehr gut. Ich dachte, der hat einen Safter. Dein Safter, ja. Lieblingsstück ist schwer. Es gibt so viele Lieblingsstücke, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, nobelhart und schmutzig ist eigentlich im Ganzen das Lieblingsstück. Ich denke, dass ich alles, was ich tue, ist irgendwie immer ehrlich. Und das ist der mich kennt oder der schon mal irgendwo war, wo ich irgendwas getan habe, der merkt, dass das nicht ist, was ich jetzt einfach nur mache, weil ich dafür Geld kriege zum Beispiel oder weil man gesagt hat, ich soll es so machen, sondern weil ich dafür stehe. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und deswegen auch dieses Restaurant, also das, was man hier erlebt, das, was man dann hier isst und trinkt, ist alles irgendwie ich. Und das ist irgendwie ganz angenehm, glaube ich, bei der ganzen Sache.